Hallo ihr Lieben, wir grüßen euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf YouTube wieder mit dem lieben Tobias. Lieber Tobias, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast, heute wieder mit einem sehr, sehr wichtigen Thema. In meinen Augen bekomme ich auch viele Anfragen, du auch, Tobias. Heute wird es darum gehen, wenn emotionale Themen hochkommen, zum Beispiel wenn man die Ernährung umstellt, entgiftet, da kommen oftmals ja, emotionale Themen hoch, Traumata hoch, alte Themen hoch, mit denen man sich vielleicht bisschen überfordert fühlt, man möchte es vielleicht auch manchmal gar nicht sich mit den Themen beschäftigen und drückt das wieder runter. Aber wir wollen jetzt mit dem Video vor allem Menschen ansprechen, die sich dem bewusst sind und die ein bisschen überfordert sind, die sagen, ich würde es gerne auflösen, ich würde es gerne aufarbeiten, aber was soll ich tun, wenn auf einmal emotionale, heftige Themen hochkommen? Wie komme ich da gut durch? Wie kann ich das auflösen? Welche Werkzeuge gibt es, um da gut durch diese Prozesse zu gehen? Und der Tobias, der arbeitet ja schon seit ein paar Jahren mit seinen Klienten in seinem Programm und gibt da seinen Klienten auch ein paar Werkzeuge an die Hand. Und ich möchte heute Tobias einfach mal bitten, da uns mal ein paar Einblicke zu geben. Welche Werkzeuge nutzt du für deine Klienten oder auch für dich selber, um deine emotionalen Themen anzugehen? Ja, gerne. Ja, zu Beginn vielleicht auch mal. Eine Sache finde ich ist auch noch mal wichtig zu unterscheiden. Wenn jetzt irgendwie was da ist, weil viele auch wenn man jetzt irgendwo zum Psychologen geht oder manche dann sagen, ich muss noch meine Kindheit aufarbeiten und gehen immer wieder so in diese Vergangenheit rein. Und das ist auch wichtig, dass man das nicht verdrängt. Aber ich finde, man muss auch nochmal unterscheiden zwischen dem Punkt, wenn jetzt wirklich Sachen eben hochkommen, wo wir jetzt dann gleich drauf eingehen, oder wenn man halt immer wieder einfach in Themen reingeht, wo man vielleicht auch noch gar nicht bereit dazu ist, die zu verarbeiten. Oder ich sag mal, wie so ein Schwein sich im Dreck zu wälzen. So, weil oft denkt man dann, oh, jetzt weine ich wieder und wenn das Thema hochkommt und da tut sich was, aber oft geht man da einfach immer wieder rein, ist immer noch nicht in der Lage, das zu verarbeiten, hat immer wieder die schlechte Emotion. Also es ist schon wichtig, dass man dann auch wirklich guckt, dass man das dann auch transformiert und annehmen kann. Genau, und nicht mal unbedingt eben bei solchen Prozessen immer wieder da das initiieren muss, dass man da irgendwie, ja, wie Psychologe in die Vergangenheit kramt, was auch manchmal ganz sinnvoll sein kann, aber halt nicht dieses immer wieder reingehen, sondern dann wirklich, es passiert ja auch schon beim Fasten eben automatisch oft, dass solche Themen hochkommen, wo eben auch diese Kommentare, wo wir dann bekommen hatten, drauf eingehen. Und genau, wenn sowas hochkommt, finde ich es erstmal wichtig, also allgemein, dass man selber in einem guten Grundzustand ist, so, dass man auch diese Stabilität in sich selber hat, vom Umfeld her hat und sich einmal auch nicht dafür verurteilt, wenn man vielleicht das nicht direkt alles auf einmal verarbeiten kann und sich vielleicht dann auch manchmal ablenkt. So. Also kenne ich halt auch von mir am Anfang und es ist auch ganz in Ordnung. Ich sag mal, wenn man sich mal bewusst zu einem gewissen Grad noch ablenkt, wenn es einem auch mal zu viel auf einmal ist, aber was ich halt machen würde, ist, wenn irgendwas an Emotionen hochkommt, eben dieses Ablenken als ersten Schritt erstmal versuchen, immer mehr zu reduzieren. Dass man halt nicht dann immer, wenn sofort was hochkommt, fängt man dann an irgendwie, Fernsehen zu schauen oder sonst was, irgendwas zu machen. Selbst ein Buch lesen kann dann Ablenkung sein, wenn man sich einfach wieder in irgendwas anderes dann reinbegeben möchte. Wenn was hochkommt, dann würde ich halt auch gucken, diese Zeit zu nehmen, jetzt nicht zu sehr, wenn es einem auch in dem Moment vielleicht noch zu viel ist, weil das Loslassen klingt dann oft so leicht, das ist halt auch so ein Prozess, wo man dann wieder lernt und sich da erstmal nicht zu überfordern, aber halt dann mal zu sagen, hey, okay, jetzt bleibe ich mal 5 Minuten ruhig sitzen, beobachte einfach mal. Und da ist es halt ganz gut, dieses Loslassen fällt da, finde ich, wesentlich leichter, wenn man mal dieses Nicht-Bewerten, so das klingt dann auch immer so einfach, ne? Das ist auch wichtig, ne? Dass man das nicht bewertet, wenn was hochkommt, aber mir fällt es zum Beispiel dann leichter oder vielen auch, das gebe ich dann halt auch immer weiter, dass man einfach mal reinspürt und das zum Beispiel, wenn dann irgendwelche, einmal sind die Emotionen ja dann auch oft mit irgendwelchen Gedanken verknüpft und dann einfach mal sich sagen, hey, interessant, was ich da wieder denke, was ich da gedacht habe, ne? Sich nicht damit identifiziert, einfach mal hingeht, okay, interessant, was in meinem Kopf da los ist, ne? Zu merken, hey, ich bin nicht meine Gedanken, so in dem Moment sich das nochmal bewusst zu machen. Das kommt mit der Zeit auch immer mehr, dass man das immer besser schafft.
Und was dabei eben dann auch hilft, ist einfach mal reinzuspüren in den Körper zum Beispiel, ohne das eben zu bewerten, einfach das mal sein zu lassen, zu merken, okay, meine Brust ist jetzt enger, fühlt sich unangenehm im Hals an, es zieht sich komplett zusammen, total den Kloß im Hals. Ja, Brust ist eng, fühlt sich nicht gut an, ne? Je nachdem, was da auch sein mag, einfach mal in den Körper reinzuspüren. Und dadurch fällt es halt auch schon leichter, in dieses Loslassen zu kommen oder in dieses nicht so zu bewerten. Also das finde ich ist da ein wichtiger Schritt. Und gleichzeitig, dass man da eben dann noch mehr reinkommt, finde ich, ist es halt auch wichtig, dass man allgemein, also das ist auch das Erste, was ich im Programm immer den Teilnehmern bei mir mache, dass wir hingehen zu Routinen einbauen, wo man die Atmung mitnimmt. Oder eine Yoga-Übung, Qigong, was auch immer einen da ansprechen spricht. Aber das Wichtige ist, dass man das wirklich kontinuierlich über einen längeren Zeitraum macht. Und die Atmung ist da halt ein schönes Werkzeug, weil bei der Atmung hat man halt auch festgestellt, zum Beispiel selbst Spezialeinheiten, ne? Diese ganz logisch-rationalen, so, da gibt es auch genug Studien und die kriegen auch zum Beispiel Techniken beigebracht, 444-Atmung, dass wenn jetzt irgendwo eine Bombe hochgeht, wenn irgendwo jemand erschossen wird, so, dass die da wirklich bei sich bleiben können, nicht von dieser Emotion voll überwältigt sind, sondern die wirklich, ja, wenn man da auf die Atmung geht, 4 Sekunden einatmet, die Atmung hält, also das machen die, es gibt noch andere Atemtechniken, ne, die da vielleicht auch noch effektiver sind. Genau, aber dann ist man in einem Zustand, wo man diese Emotion nicht so bewertet und besser durchziehen lassen kann. Und wenn dann eben auch was Altes hochkommt, kann man sich eben in den Körper reinspüren, auf die Atmung fokussieren, da, wie gesagt, auch gucken, welche Techniken sprechen da einen am meisten an. Aber das ist eigentlich so immer eine gute Grundbasis, einfach reinzuspüren, es nicht zu bewerten, auf die Atmung fokussieren und sich dann halt nicht verurteilen, ne? Wenn man dann merkt, ey, okay, es wird mir jetzt gerade zu viel, dann halt nicht immer direkt, wie gesagt, hingehen und sich wieder ablenken, mal zumindest dann 5 Minuten ruhig hinsetzen. Und das würde ich eh empfehlen. Einfach mal jeden Tag, zum Beispiel einen Wecker, selbst wenn es nur eine Minute ist, das macht einen riesen Unterschied. Oft können diese Kleinigkeiten, die man einfach jeden Tag über ein paar Jahre kontinuierlich macht und sowas für mich halt auch, einfach jeden Tag mal nur einen Wecker auf eine Minute stellen. Und in der Minute nichts machen. So in der Minute, du bist komplett frei, du musst da nichts denken, du musst nichts machen. Und dann kommen automatisch Sachen hoch und man kommt immer mehr in seine Mitte. So, wenn man dann in so einer Minute mal einfach nur das zulässt und dann kann man ja mal den Wecker auf 5 Minuten stehen lassen und dann immer in diese Beobachterrolle zu gehen, das nicht zu bewerten, einfach zu gucken. Okay, interessant. Jetzt drehen sich meine Gedanken gerade immer wieder im Kreis. Jetzt denke ich gerade immer wieder, wie erzähle ich meinem Chef das? Wie mache ich das? Wann gehe ich einkaufen? Interessant. Und einfach mal diese Energie da rausnehmen. Weil du kannst deinem Gehirn, das funktioniert nicht so, dass man zwanghaft dem Gehirn irgendwie befiehlt, oh, hör auf zu denken. Nee, es ist eher wie du ziehst den Stecker vom Gehirn und dann hören die Gedanken auch langsam auf. Und mit der Zeit kann man das dann auch immer besser steuern und kann dann eben auch alte Themen viel besser zulassen. Dann können die sich auch einfach verarbeiten und ausspielen und rausgehen und genau, nichts machen ist da oft eben schwerer, als man denkt. Aber eigentlich ist es leicht so. Eigentlich muss man immer was machen, um gewisse Dinge aufrechtzuerhalten. Und da, ja, dass das einem wieder bewusst ist. Und das wieder umzudrehen und da zu gucken, in die Beobachtung zu gehen, in den Körper zu spüren, auf die Atmung zu gehen. Das finde ich da so die wichtigsten Punkte. Und gleichzeitig ist es dann, wie gesagt, auch, dass man mit der Einstellung reingeht, hey, ich muss nicht alles von jetzt auf gleich erleuchtet sein, sondern wirklich das mal auszudehnen, die Phasen, wo man sich mal in Ruhe die Zeit nimmt, die Phasen auszudehnen, wo man sich nicht ablenkt. Und ja, eben bewusst zu sein, das ist auch wieder ein Prozess, wo man eben lernt, wie halt Musikinstrument, wo man lernt, man geht halt nicht ans Klavier und dann spielt man irgendwie eine Sinfonie von Mozart. So, man trainiert, übt, lässt es immer mehr zu und dann wird es immer besser und immer einfacher mit der Zeit, wenn dann eben was hochkommt. Tja, also das mal so, ja. Die wichtigsten Basics finde ich am Anfang und dann kann man natürlich noch mal tiefer gehen. Und dann das Umfeld ist halt dann auch ein Faktor, ne? Umfeld, die Leute, die Umgebung, ja, was findet da gerade statt?
Und es ist halt manchmal auch nicht sinnvoll, dann in einem gewissen Rahmen alles irgendwie rauszulassen. Dann halt lieber hingehen auf eine angenehme Art und Weise, wenn man merkt, es ist Urlaub oder man hat dann wirklich auch den Rückhalt. Oft reicht es ja auch schon, wenn man jemanden hat, der einen da einfach halten kann und führen kann. So, sei es jetzt irgendwie Coach, Berater oder ich bin da ja auch immer in der Zusammenarbeit dann immer für die Leute da, wenn irgendwas ist, dann kann man drüber reden und schauen. Das kann dann halt da nochmal unterstützen, dass man wirklich dieses Feld hat, wo einen da trägt, wo man dann einfacher durchgehen kann. Ja, oder mit Breathwork kann man da auch viel machen. Hatten wir jetzt auf dem Event auch dann zuletzt eine super schöne Session und da kam halt auch voll das gute Feedback einfach von den Leuten, wo, ja, was sich da alles getan hat innerlich. Ja. Ja, Ja. also vieles kann man ja auch für sich machen, ne? Meditation, Atmung, Qigong, so leichte Bewegungen, so eine gewisse Bewusstseinsarbeit. Ich meine, es ist natürlich so, die Menschen sind natürlich auch unterschiedlich traumatisiert, sage ich mal so, oder mit emotional, mit gewissen Erlebnissen belastet, manche mehr, manche weniger. Und die, die weniger belastet sind, können das oft auch im Alleingang über eine gewisse Bewusstwerdung mit gewissen Techniken. Und es gibt ja immer noch die Möglichkeit, sich da auch Hilfe zu suchen, im Kleider zu suchen. Gibt ja auch gewisse Heiler, die auf gewissen Ebenen. Also ich kann nur von mir, ich hatte zum Beispiel mal ein Thema, was mich in meiner Kindheit belastet hat, was ich viel verdrängt habe, was mir wirklich gut geholfen hat. Ich hatte mal eine Session mit einem Lebenscoach. Einfach die Perspektive, den Blickwinkel auf die Thematik, die mich so belastet hat, geändert und da hat sich ganz viel schon gelöst. Es hat zwar dann noch ein bisschen gedauert, ehe ich es wirklich loslassen konnte. Also da habe ich schon gemerkt, ah, ein Perspektivwechsel, wenn jemand mal von außen dir einen ganz anderen Blickwinkel, den du selber nie einnehmen konntest, das kann schon eine Erleichterung bringen. Dann habe ich auch schon auf meinem Kanal berichtet vor ein paar Jahren, ich habe auch mit einer guten Freundin Soul-Hypnose, hatte ich zwei Sitzungen, da konnten wir auch zwei wichtige Sachen für mich oder das eine Thema noch mal richtig auflösen, was ich schon mit dem Lebenscoach hatte, und noch mal in ein anderes Thema reingehen. Das war für mich auch sehr heilsam. Und was mir auch immer hilft, jemand zu haben, der mich gut einschätzen kann, der einfach mir auch ganz authentisch und klar sagt, wie er die Dinge sieht. Also keine Schönrederei, sondern einfach jemanden, der wahrhaft und aufrichtig bei einem ist. Das kann natürlich auch ein Coach, ein Begleiter sein, der wirklich auch empathisch ist, einen Zugang zu den Menschen hat. Ja, wenn man solche Freunde im Umfeld hat, kann das sehr hilfreich sein. Oder man hat jemanden, der einen begleitet. Das sind erstmal so die ersten Schritte, die man gehen kann. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie viel Zeit gibt man den Dingen. Es dauert halt schon seine Zeit. Oder hat man immer trotzdem im Alltag und in seinem Leben Prozesse, die einen immer wieder deckeln, immer wieder deckeln. Bei mir war es zum Beispiel, konnte ich ganz klar sehen, die Kochkost auch oder Brot, Kochkost, selbst die vegane Kochkost hat mich immer irgendwie gedeckelt von meinen Themen. Das habe ich ganz klar gemerkt, weil ich ja über Jahre immer Monate Rohkost und dann wieder Kochkost, auch mit Brot und dichteren Sachen. Also ich kann nur sagen, für mich, ich reagiere auf sowas, ne? Es gibt Menschen, die haben mit, sage ich mal so, die Ernährung, die wir praktizieren, nicht so viel am Hut und sind auch sehr bewusst und sind sehr in ihren Themen drin, ne? Ich kann immer nur von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen. Ja, bei mir hat die Ernährungsumstellung auch geholfen und Fasten, mich mehr mit mir selbst zu beschäftigen, an meine Themen ranzugehen. Und ich nutze eben auch verschiedene Werkzeuge und auch Menschen, die mich begleiten, die mir helfen, um eben gut durch gewisse Themen zu gehen. Genau. Ja. Ja, es ist auf alle Fälle ein wichtiger, wertvoller Prozess in der heutigen Zeit, dass wir uns auch unseren Themen stellen, dass wir auch so eine innere Kraft, eine innere Stärke entwickeln. Nur dann können wir dem, was im Außen so getrommelt wird, mehr trotzen. Also ich habe so das Gefühl, gerade, wir wissen ja die C-Thematik, da hatten wir, glaube ich, auch Videos in der Zeit gemacht, ne, wie wir damit umgehen. Da kann ich mich erinnern, dass wir Videos gemacht haben. War ja für viele eine sehr herausfordernde Zeit. Es gab aber durchaus auch Menschen, die in dieser Zeit sehr erstarkt sind. Das war eine harte Zeit, aber die sind eher stärker widerstandsfähiger geworden, haben sich auch mit ihren Themen beschäftigt, auch wenn es ein sehr, sehr intensiv war, ne? Aber sowas kann einen wirklich auch innerlich stärken. Man merkt auch, wenn man wirklich so eine innere Balance hat, so eine innere Stärke und für meine Augen auch eine gewisse Zuversicht und auch Beharrlichkeit für sich selbst, ja, in seine Kraft zu kommen, dann kann man vielem trotzen, was da im Außen so getrommelt wird. Und deswegen finde ich es so wichtig, da immer wieder das Bewusstsein nach draußen zu geben, wie wichtig es ist, in seiner inneren Balance zu sein, in seiner inneren Kraft und sich wirklich seinen Themen zu stellen. Und was ich auch immer sage, du bist ja auch so jemand, ich meine, viele, die jetzt auch bewusster werden,
die finden sich dann oft auf welchen, sag ich mal, Aufklärungskanälen wieder und lassen sich dann immer ablenken mit allen möglichen, auch Panik- und Angstmeldungen. Ne? Da bist du ja auch und sagst, lasst das alles weg, kümmert euch in erster Linie um euch selbst, um eure Familie, geht in die Natur raus. Und wenn noch Zeit übrig ist, kann man ja immer noch ein bisschen schauen, was wird denn da im Außen, wie ordne ich das ein? So, ne? Ich denke, gerade in der heutigen Zeit so wichtig, sich nicht ablenken zu lassen von sich selbst. Ja, vor allem, umso stabiler man ist, umso mehr verwurzelter ist, desto mehr kann man auch nach außen gehen. Aber gerade wenn man, oder wenn man sogar sowas macht wie wir, irgendwie YouTube und so weiter, noch mehr nach außen trägt, umso mehr Einflüsse von außen da sind, desto wichtiger ist es, dass man noch viel verwurzelter ist. Und ja, ich finde da diesen... Ich glaube, Aristoteles oder so hat das auch gesagt. Das Zitat hatte ich nur neulich auch gelesen. Und dieses, du kannst vielleicht nicht immer bestimmen, wie der Wind weht. Oder du kannst nicht bestimmen, wie der Wind weht. Aber du kannst halt die Segel setzen, wie du möchtest. So. Und du kannst auch gegen den Wind segeln. So, Zickzack-Muster, so bei den Seglern. Wir kennen das. Und das ist halt das Entscheidende. Du kannst entscheiden, wie du auf Situationen im Äußeren reagierst. Und gerade wenn unangenehme Dinge passieren, für mich waren auch so die unangenehmsten Dinge, die mir im Leben mit passiert sind, waren auch die, wo ich am meisten mit dran gewachsen bin. Ja, weil sich da halt entscheidet, wo du dann auch sagst, okay, wie reagiere ich jetzt drauf? Schiebe ich jetzt die Schuld auf alle anderen und sehe mich als armes Opfer oder gehe ich halt in die Eigenverantwortung auch? Das heißt nicht, Eigenverantwortung heißt nicht, dass man an allem schuld ist. Nee, aber du nimmst die Verantwortung und guckst, was ist das, was du ändern kannst und wie kannst du darauf reagieren? Und das ist halt super wichtig. Und da gibt es so viele Beispiele auch von Menschen. Auf YouTube hatte ich auch hier ganz bekannt, der hat auch immer so Motivationsreden und so gemacht. Der hat keine Arme, keine Beine und ist trotzdem halt Millionen von Menschen am Begeistern. Und ja, das ist immer die Sache. Ne? Entweder siehst du es dann, akzeptierst nicht die Realität, wie sie gerade ist und jammerst rum. Oder du guckst halt, wie machst du das Beste und nutzt gerade die negativen Dinge, damit sie was Tolles in die Welt bringen können. So, manche, die vielleicht nicht, oder warte mal, wer war es denn? War es Beethoven, der auch nicht gehört hat und trotzdem Musik? Ich glaube Beethoven, ja. Beethoven, ne? Mhm. Ja, so. Ne, das ist das Ding. Manchmal entsteht aus Sachen, wo man erstmal sagt, oh, die sind halt anders bei mir oder nicht so toll gelaufen und die Situation, aber daraus können auch super tolle Dinge entstehen und da halt zu wissen, okay, wie kann man das Ganze transformieren und da wirklich ja, mit der Einstellung an die Sachen ranzugehen. Ja. Ja. Es gibt ja auch so eine ähnliche Weisheit, dass man irgendwie, ich glaube, also da ging es darum, dass man die Dinge akzeptiert, die man erstmal nicht ändern kann und die Mut hat, die Dinge zu ändern, die ihm möglich sind. Da gibt es so einen ähnlichen Spruch, den finde ich eigentlich auch ganz gut, weil es gibt nun mal Dinge im Außen, die können wir aktuell nicht ändern. Wir können uns beschweren, wir können uns empören, aber gewisse Dinge muss man einfach erstmal so akzeptieren und einfach schauen, was kann ich für mich selbst tun? Ja, wie kann ich meine innere Kraft stärken? Und was ist wirklich, also die Welt verändert sich ja nicht durch Reden und sich empören, sondern durch Handeln. Ja. Und das kann man für sich selbst machen und man kann auch schauen, wenn man im Außen betrachtet, wo möchte ich meinen Fokus hinlenken? Wie kann ich etwas verändern? Man darf da durchaus Vision haben und Ideale, aber es ist auch wichtig, da ins Tun zu kommen und nicht so zu verharren, sich nur zu beschweren. Und ich glaube, der erste wichtigste Schritt ist, mit sich selbst zu arbeiten, bei sich selbst aufzuräumen und dann zu schauen, was kann man mit dieser inneren Kraft, die man dadurch erlangen kann, was kann man dann dadurch verändern? Und wenn es nur erstmal im kleinen Umfeld ist, in der Familie, im Freundeskreis oder im Dorf, in der Gemeinde, was lässt sich ändern? Ne? Wo kann ich einen wichtigen Impuls nach draußen geben? Ja, das wäre mir wichtig, das nochmal zu betonen. Voll, ja. Also ich finde auch, das ist das Wichtigste, so dieses erstmal vor der eigenen Tür kehren, wie man so schön sagt. Und das aber auch, da hatte ich, glaube ich, auch mal ein Video drüber gemacht, da auch hingehen und nicht dieses, oh, es ist ja egoistisch, wenn ich mich nur um mich kümmere. Nee, alles, was passiert, beziehst du nur auf dich. Da passiert genau das Gegenteil. Es ist das Unegoistischste, was du machen kannst. Wenn du nicht immer gleich dann, wenn jemand dich beleidigt, ihn dann zurückbeleidigst, ne, die Situation erstmal im Äußeren gar nicht bewertest, sondern erstmal guckst, was löst es in mir aus? Warum muss ich mich jetzt schlecht fühlen, wenn mich jemand beleidigt? So, vielleicht hat er recht. So. Aber was ist so schlimm daran? Warum muss ich mich dann schlecht fühlen? Und wenn man dann nur auf sich guckt, so rumgesehen, dann kommt man dahin, dass man genau das Gegenteil macht, dass es nicht mehr egoistisch wird. Ne?
Und oft ist es auch ganz andersrum. Viele im Äußeren, die machen super viel irgendwelche Hilfsprojekte, aber oft eher auch aus dem Hintergrund heraus, weil sie sich dann selber dadurch gut darstellen möchten, weil sie dadurch ihren Wert und ihre Identifikation beziehen und so weiter. Und ja, da wieder halt in diesem positiven Sinne auf sich selbst zu schauen, weil man kann auch nur das weitergeben, was man halt selber ist, und das gibt man bei allem weiter. So, wenn du gut drauf bist, gibst du das weiter. So, in jedem kleinsten Gespräch, selbst wenn du bei jemandem nur anrufst, der gerade dein Telefon einrichtet oder sonst was. Ja. Ja, ich danke dir, lieber Tobias, für die wertvollen Impulse. Ich hoffe, wir konnten mit dem Video euch weiterhelfen, so ein paar wertvolle Anregungen zu geben. Und wenn ihr Fragen habt, hinterlasst die gerne unter dem Video. Vielleicht machen wir dann auch noch ein Folgevideo. Ich hatte ja schon in meinem eigenen Video angekündigt, dass es auch in Zukunft mehr zu diesen Themen gibt. Seelische Themen, Emotionen auflösen, da besser durchgehen. Da wird es auf alle Fälle in den nächsten Monaten auch mehr geben. Sicherlich auch mal wieder mit dem Tobias. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, Fragen gern unter diesem Video. Und wir wünschen euch eine mutige, mutige, zuversichtliche Zeit und alles Liebe, alles Gute. Bis ganz bald. Ciao.